Was ist? Bist du dabei? Weiter so, gleich hast du es geschafft! Und jetzt flieg ich nach meinem Ich will sofort zu meinem Sohn. Hawk, Sie können versuchen, was Sie wollen, aber Sie sind ein Verlierer. Pronto, Salvatore. Ciao, ragazze, benvenuti a Pronto, Salvatore. Alle andere, ihr bei RTL sind in der Fußballgala. Und da machen Sie eine schöne Fest, ihr die Einzige, der richtige arbeiten muss. Das bin ich. Und wie die andere Premiere habe, heute Abend habe ich gedacht, ich habe auch eine Premiere für euch. Ein ganz neues Spiel. Und ich habe hier ganz viele Scheine für euch. Und wer sie haben will, pronto col telefono. Wen haben wir am Apparat? Ja, Lothar Satkowski aus Köln. De Borkowski? Lothar Satkowski, ja. Ah, der Lothar. Ciao, ragazzo. Ja, ich erkläre dir das Spielchen. Das ist ein Spielchen, wo Glück nicht damit zu tun hat, sondern nur Köpfchen und Strategie. Hast du Köpfchen? Mal gucken, eben, das wollte ich auch feststellen. Bene, dann erkläre ich dir das Spiel. Siehst du hier, ich habe hier drei Reihe 15, 50 Mark Stücke. Siehst du, die sind alle schön frisch gedruckt. Es geht darum, wer diese letzte Scheine oder irgendein anderer den letzten Schein wegnehmen muss, hat verloren. Und es geht darum, abwechselnd 1, 2 oder maximal 3 Scheine über den Tisch zu ziehen. Und alles, was genommen wird, wird hier zur Seite gelegt. Und wer die letzte wegnehmen muss, hat verloren. Und alles, was hier auf deine Seite kommt, hast du gewonnen. Hast du es kapiert? Ja. Bene. Sollen wir anfangen? Ja. Du entscheidest, wer soll anfangen? Ich, du oder ich? Du. Soll ich anfangen? Ja. Bene, dann nehmen wir einen in der Mitte. Und jetzt bist du dran. Ich nehme auch einen. Du nimmst auch einen. Ja. Ich nehme einen ganz außen in und lege auf deine Seite. Wenn danach alles gewinnst, gehört das dir. Bene. Und ich nehme 2 hier in der Mitte und in der mittleren Reihe außen. Jetzt bist du dran. Gut, ich nehme auch 2. Du nimmst auch 2. Ja. Sehr gut, bene. Und ich lege auf deine Seite. Und ich jetzt nehme einen in der Mitte weg. Und jetzt bist du dran. Ja. Wie viele nimmst du weg? Einen. Wie viele? Einen. Du nimmst einen weg. Ja. Und jetzt bin ich dran. Dann nehme ich eben 1 und 2 weg. Jetzt bist du dran. Wie viele nimmst du weg? Ragazzo, dai. Einen nur. Und dann lassen wir auf die Seite und ich nehme 1, 2 und 3 weg. Und was nimmst du jetzt weg? Kein mehr. Eine. Und da hast du nämlich nicht gewonnen. Siehst du, sollen wir zählen, wie viele hättest du gewinnen können? Nämlich 1, 2, 3, 4, 5 und 6. 6 Scheine wären hier gewesen, hätte ich die letzte weggenommen. Hast du es kapiert jetzt? Ja. Aber nächstes Mal, du musst eben noch mal mit Köpfen ein bisschen strategisch zu Hause die Nummern und die 50 Mark Scheine ein bisschen notieren. Und ja, dann okay. Wirst du lernen. Ciao, ja. Ragazzo. Ja. Ciao. Haben wir noch jemand? Pronto? Ja, hier ist die Ilona Terana aus Burgdorf. Brava Ilona, sollen wir ganz schnell machen. Hast du begriffen, wie es funktioniert? So in etwa, ja. So in etwa. Ich werde dir helfen. Legen wir die Scheine ganz schnell hin. Und dann wirst du natürlich, wie deine Stimme ist, so glücklich und so brav. Und du sagst mir die richtigen Scheine jetzt. So, hast du dir die Seriennummer notiert? Dann bitte Attenzione. Wer soll anfangen? Ich oder du? Du fängst an. Soll ich anfangen? Ja. Immer ich. Va bene, dann nehme ich die 2 schon gefaltet und lege auf meine Seite. Jetzt bist du dran. Ich nehme 3. Du nimmst 3. 1, 2, 3. Ui, ragazzi, jetzt ist die Polizei da. Aber weißt du, was ich mache? Ich bin großzügig. 50 Mark für den Anruf gehören dir und ich haue ab. Und wir sehen uns morgen. Ciao, ragazzi. Ciao a tutti. Kini-Creme. Finger weg von der Suppe. Hm? Ah, Knoblauchfeinschmecker. Genau richtig. Aber erst nachher. Mach doch mal weiter, ja? Aber pass auf, dass die anderen nicht naschen. Klar. Günther. Günther. Papa. Knorr, essen mit Lust und Liebe.
Es wurde Zeit, Dynamik neu zu definieren. Weniger Muskelspiel, mehr Intelligenz. Denn in der Stadt gibt es nur einen Weg, der weiterführt. Nach oben. Urban Dynamics, der neue Honda Accord. High Definition Limousine. Helden leiden schweigend. Aber wer will bei Schmerzen schon ein Held sein? Nehmen Sie Optalidon 200. Gegen Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen und Fieber. Optalidon 200. Und der Schmerz vergeht. Wer das Gute erhalten will, muss sich Neuem öffnen. Das gute phosphatfreie Sonil bringt etwas Neues. Das neue Sonil verzichtet auf Sulfatzusatz. Was bleibt, ist reine Sauberkeit. Das macht das neue kleine Sonil so ergiebig wie herkömmliche Waschmittel. Das heißt, nachweislich sparsamer dosieren, weniger Umweltbelastung, mehr reine Sauberkeit. Das neue Sonil ohne Sulfatzusatz. Sparsam und klein. Wenn Zärtlichkeit Flügel bekommt, dann sind White Butterfly im Spiel. Kokos Parfait oder Crisp Trüffel. Flieg, White Butterfly. Ein neues Geheimnis von Nestle die Weiße. White Butterfly. Verführt zum Anbeißen. Nivea Shampoo. Die Pflege, die man sieht, spürt, fühlt. Jeden Tag. Wenn's drauf ankommt, ist Edelstahlputz von Spontex die Rettung. Spontex. Putzen mit Köpfchen. Presso. Magst du her? Ja, dann mag er her. Ein Weißbier, bitteschön. Nein. Wir brauchen nicht viel zum Glück. Einen weißblauen Himmel, ja, und ein paar hundertjährige Kastanien. Zum Wohl. Dankeschön. Und ein gutes Hefeweißbier. Das muss naturtrüb sein, wie das von Palana. Das gibt's jetzt übrigens auch außerhalb Bayerns. Also, jetzt brauchst du nur einen schönen Biergarten und einen weißblauen Himmel. Aber die Hauptsache, die hab's schon. Gut, besser Palana. Eine gute Nachricht zum Thema Arteriosklerose. Jetzt gibt es das neue hochwirksame Naturarzneimittel Ilja Rogoff-Forte. Es wirkt stärker gegen die allgemeine Arterienverkalkung durch mehr Knoblauch. Ein Dragée enthält die 2- bis 4-fache Wirkmenge bisher gewohnter Präparate. Mit Ilja Rogoff-Forte können Sie mehr tun gegen Arterienverkalkung. Ilja Rogoff-Forte aus Ihrer Apotheke. kW 177 PS starke Omega 3,0i. Mit seinem DSA-Sicherheitsfahrwerk fährt er praktisch wie auf Schienen. Der Opel Omega. Technik, die begeistert. Sehen Sie Sylvester Stallone als Trucker Lincoln Hawk in Over the Top. Alle halten ihn für einen Versager, aber er kämpft darum, Weltmeister zu werden. Mr. Hawk, Ihre Frau ist leider gestorben. Deine Mutter hat die Erziehungsberechtigung für dich, Cutler. Und es ist ihr ausdrücklicher Wunsch, dass dein Vater dich nach Hause bringt. Glaubst du wirklich, 3 Tage reichen aus, um 10 Jahre nachzuholen? Ich sag dir, das tut weh, Baby. Du wirst garantiert nicht lachen. Du solltest dir die Zähne putzen, du stinkst! Los, die Wahl verstreißt mein. Ich hab's geschafft. Jetzt fliege ich nach Mike. Ich will meinen Jungen zurück. Mike! Mike!
will sofort zu meinem Sohn. Verschwinde endlich. Also Jungs, das hier ist Fräulein Angela Mancinelli. Sie ist meine Nichte und wird bis zum Ende dieses Schuljahres in eurer Klasse bleiben. Angela verdreht nicht nur ihrem Onkel, dem Schuldirektor, den Kopf. Sie hat es auch auf ihren strengen Geschichtslehrer abgesehen. Ich werde ihn scharf machen. Meinst du, dass ich das schaffe? Salvatore! Eine verliebte Frau ist zu allem fähig. So mancher macht schmerzhafte Erfahrungen. Sie wollten nicht sprechen? Nein. So was darf doch nicht passieren. Herein. Ja? Ich bin's, Marco. Fertig zum Teufel. Ruth, krieg schnell unter das Bett. Du hast es geschafft. Was habe ich geschafft? Dass ich in dich verliebt bin. Ja. Ich hab's, Tarzan. Sehr gut erkannt. Wundervoll, diese Kraft und diese Stärke. Ich bin deine Jill. Eifersüchtige Mitschüler sind Angela und ihrem Geliebten auf der Spur. Rund wie unser Globus. Wie wohl keine andere Sportart vereint König Fußball die Menschen. Das aktuellste Beispiel werden Sie kennen. Am Wochenende bei der Europameisterschaftsauslosung für 1992 landete die Bundesrepublik und die DDR vereint in einer Gruppe. Rund 5 Monate vor der WM in Bella Italia übertragen wir jetzt live für Sie die Weltfußballgala 1990. Erstmalig in Köln die Verleihung des Goldenen Schuh. Und moderieren wird diese Gala für Sie Desiree Nussbusch. Freuen Sie sich auf die Torschützenkönige Europas sowie weitere Prominenz aus Show und Sport.